Waren aus der ganzen Welt. Häufig günstig und ständig verfügbar. Ein Ergebnis der Globalisierung. Wird dies künftig so bleiben? Oder müssen wir uns auf neue Zeiten einstellen? Es gibt Kräfte, die die Welt von Grund auf verändern. Es geht um Autokratie gegen Demokratie. Wir haben eine verschwindende Weltordnung und wir haben noch keine neue. Wenn die Welt in einem schlechten Zustand ist, dann ist das schlecht für die Außenwirtschaft. Globalisierung wird für Deutschland überlebenswichtig letztendlich sein. Aber wird der freie Welthandel, so wie wir ihn kennen, überleben? Sind wir für die Zukunft gerüstet? Worauf kommt es dabei an? Wer ist heute dein Freund? Wer ist morgen noch dein Freund? Das ist klug. Es ist entscheidend für die Industrie, die Oberhand zu behalten. Hand? Lieferstopps können dazu führen, dass die Bänder in den Fabriken auch in Deutschland zum Stillstand kommen. Haben wir uns zu abhängig gemacht? Geht die Globalisierung zu Ende? Was würde das für Deutschland bedeuten? Die Risiken, vor denen wir im Moment stehen, sind gigantisch. Es ist ein unsichtbarer Krieg, aber trotzdem ein Krieg. Es ist der 23. März 2021. Auf dem Suezkanal, einer Schlagader der globalen Wirtschaft, kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall. An diesem Tag passiert die Ever Given den Kanal, eines der größten Containerschiffe der Welt. Sie ist auf dem Weg von China nach Rotterdam. Auf ihrer Fahrt nach Europa muss das Schiff durch diese eine Wasserstraße, den Suezkanal. Über 10% sämtlicher weltweit gehandelter Waren passieren dieses Nadelöhr. Im Kontrollraum der Suezkanalbehörde wird die Fahrt der Ever Given überwacht. Um 7 Uhr morgens hat mich der Dienstoffizier der Kontrollstelle verständigt. Ein Schiff ist bei Kilometer 151 auf Grund gelaufen. In Rotterdam haben wir an diesem Morgen gehört, dass ein Schiff im Suezkanal ein Problem hatte. Ich hielt das für einen Schluck auf. Für mich war das nicht weiter dramatisch. Doch es ist mehr als nur ein Schluck auf. Nach einem einzigen missglückten Manöver steht der Koloss quer in der Fahrrinne. Kein anderes Schiff kommt mehr vorbei. Nach nur wenigen Stunden die Entscheidung. Der Kanal muss gesperrt werden. Zum ersten Mal seit fast 50 Jahren. In der jüngsten Geschichte des Suezkanals ist das nicht vorgekommen. Nie haben wir den Suezkanal tagelang sperren müssen. Das ist noch nie passiert. Nach 24 Stunden warten bereits mehr als 100 Schiffe auf Einfahrt und müssen vor Anker gehen. Auf dem Suezkanal geht nichts mehr. Eine wichtige Verbindung auf der Handelsroute zwischen Asien und Europa. Wir standen unter Druck. Vom Eigner, vom Reeder, von unserem Admiral und von der ganzen Welt. 4 winzige Bagger gegen ein gigantisches Schiff mit 20.000 Containern an Bord. Es ist ein verzweifelter Kampf, der 6 Tage dauert. Aber als die Ever Given freikommt, ist die Logistik in den Häfen schon längst zusammengebrochen. Dies setzt einen weltweiten Dominoeffekt in Gang. Es geht nicht um dieses eine Schiff, nicht um einen einzigen Vorfall. Dies war kein Rotterdam-Problem, dies war ein weltweites Problem. Experten schätzen die Folgekosten des Unfalls auf 10 Milliarden Dollar. Der Fall zeigt, was geschieht, wenn das Versprechen nahtloser Warenströme nicht mehr eingelöst werden kann. Es dauert knapp ein Jahr, bis die streng getakteten Lieferketten wieder laufen. Es war ein Unfall, dass die Ever Given im Suezkanal stecken blieb. Ein Rädchen im Getriebe, das eine Arterie verstopfte und zu einem Herzstillstand führte. Das könnte an vielen Schlüsselstellen in der Welt passieren. Ich denke, die erste Lektion der Globalisierung ist, dass das System, das wir seit 40 Jahren aufgebaut haben, extrem anfällig ist, sobald man es auf die Probe stellt. Abhängigkeit macht verwundbar. Wenn die Zahnräder der Globalisierung nicht mehr greifen, ist das gerade für Deutschland ein Problem. Unsere Computer, Drucker, Smartphones und Tablets kommen zu fast 100% aus dem Ausland. Genauso wie viele Turnschuhe und Sofas, Lebensmittel, Antibiotika und Autoteile.
Aber dieser Handel läuft in beide Richtungen. Deutschland ist gleichzeitig Exportweltmeister im Maschinenbau und bei chemischen Produkten, Luxusautos und Spezialwerkzeugen. Globalisierung bedeutet ja für uns, wir handeln, wir investieren, wir beziehen Güter aus dem Ausland, wir exportieren Güter ins Ausland, wir beziehen Dienstleistungen aus dem Ausland, wir exportieren Dienstleistungen ins Ausland. Und durch die Globalisierung sind wir sehr eng miteinander verflochten. Als Pionier eröffnet Siemens 1904 ein Büro in Shanghai. In Mexiko rollt 1967 der erste Käfer vom Band. Es ist der Beginn einer weltweiten Erfolgsgeschichte. Für beide Seiten. Die Globalisierung verschafft deutschen Firmen günstige Arbeitskräfte und Vorprodukte und wirtschaftlich abgehängten Regionen im Laufe der Jahrzehnte Aufschwung und Wohlstand. 800 Millionen Menschen in China aus bitterster Armut befreit zu haben, ist ein Ergebnis der Globalisierung. Viele glauben das ja nicht, das sei sozusagen nur gut für die Reichen. Für die reichen Staaten ist es gut. Deutschland ist einer der ganz großen Profiteure der Globalisierung. Wir sind 50% unseres Wohlstands hängt am Export. Deutschland ist ein absoluter Gewinner der Globalisierung. Wir sind in die Weltmärkte integriert wie fast kein anderes Land in der Welt. Also für Deutschland schon in der Nachkriegszeit, aber dann auch 70er, 80er Jahre und auch heute noch ist die Globalisierung oder die Integration in die Weltmärkte eine ganz, ganz wichtige Säule für unseren Wohlstand. Deshalb werden vor allem deutsche Firmen zum Taktgeber dieser Entwicklung. Als sich China zaghaft für die Weltwirtschaft öffnet, sind deutsche Unternehmen sofort zur Stelle. 1984 landet Bundeskanzler Helmut Kohl in Peking. Es herrscht Goldgräberstimmung. Und kein Land Europas wird derart vom Aufstieg Chinas profitieren wie Deutschland. Aber Deutschland und andere westliche Staaten verfolgen mit der internationalen wirtschaftlichen Verflechtung noch ein zweites Ziel. Das ist der politische Teil der Globalisierung. Eine der großen Hoffnungen, die mit internationalem Handel und Investitionen verbunden war, ist, dass Globalisierung und Öffnung eben nicht nur zu wirtschaftlichen Wohlfahrtseffekten und Einkommenseffekten positiver Natur führen, sondern auch letztendlich zu einer politischen Öffnung und Demokratisierung von Ländern. Letztendlich hat unsere Außenwirtschaftspolitik und unsere Außenpolitik, also die deutsche, lange Zeit einem Motto oder einem Ideal gefolgt. Und das ist der Glaube, dass Handel auch zu Wandel führen kann. Also Handel führt zu Wandel oder Wandel durch Handel. Auch deshalb gibt es jetzt kein Halten mehr. Damit der wirtschaftliche Teil dieses Modells funktioniert, braucht es immer wieder frisches Kapital. Mit der Globalisierung wächst eine riesige Finanzindustrie. Sie kommt vor allem aus New York. 1999 geht ein Unternehmen an die Börse, das 11 Jahre zuvor gegründet wurde. Die Firma BlackRock saugt riesige Summen auf und wird damit zum Geburtshelfer der Hyperglobalisierung. Seit über 10 Jahren ist Philipp Hildebrand, ehemaliger Präsident der Schweizer Notenbank, der Vizechef von BlackRock. Es gab damals den Big Bang, also die Liberalisierung der Kapitalmärkte. Und durch diese Öffnung der Kapitalmärkte, auch von den Regularien her, konnte man dann sehr rasch diese Globalisierung beschleunigen, weil eben auch das Kapital vorhanden war, um Produktionsstätte praktisch auf der ganzen Welt zu verteilen. Also die Geschichte von BlackRock ist sowohl im Entstehen wie auch später in der Wirkung von BlackRock natürlich sehr eng verbunden mit diesen Kapitalflüssen, die dann wiederum die Globalisierung ermöglicht haben. Mit dem Geld von BlackRock beginnt ein neues Zeitalter. Beinahe schrankenloser Handel, deregulierte Märkte und Profit um jeden Preis. Das sind die Leitprinzipien, denen auch die westlichen Staatenlenker folgen. Bedingungslos. Kritiker werden abgebügelt. Globalisierung zum Naturgesetz erklärt. Ich höre die Leute sagen, dass wir die Globalisierung aufhalten müssen. Genauso gut könnte man darüber diskutieren, ob der Herbst auf den Sommer folgt. Die Globalisierung findet statt, ob es uns passt oder nicht. Die Frage ist nur, ob wir an ihr teilhaben werden oder nicht. Wir können die Globalisierung weder aufhalten noch abstellen. Sie ist ökonomisch gesehen so etwas wie eine Naturgewalt. Also es ist nicht so, dass es
eine Naturgewalt ist, sondern es ist politisch entweder gewollt oder nicht gewollt. Und lange Zeit war die Überzeugung, dass es so einen Trickle-Down-Effekt gibt, also dass dieses Rausdrängen der Politik auf der einen Seite dazu führt, dass gewaltige Gewinne gemacht werden können, aber dass die am Ende auch bei allen ankommen. Das stimmt natürlich nicht. Pirmasens in der Pfalz. Wie an kaum einem anderen Ort in Deutschland lässt sich zeigen, dass die Globalisierung auch ihre Schattenseiten hat. Einst ist die Stadt die Hochburg des Schuhmacherhandwerks. In den über 300 Schuhfabriken hier sind zu Hochzeiten 32.000 Menschen beschäftigt. Aber die meisten Betriebe gehen ein. Wegen der hohen Lohnkosten müssen sie schließen oder verlagern ihre Produktion ins Ausland. Zwischen 1978 und 2014 gehen in Pirmasens fast ein Drittel aller Arbeitsplätze verloren. Einige Firmen sind noch da, so wie die Bernd Hummel Holding. Sie residiert in einem frisch renovierten Industriedenkmal. Bernd Hummel begann seine Karriere als Schuhfabrikant 1968. Aber schon bald muss auch er kämpfen. Gegen billige Konkurrenz aus dem Ausland. Die Fabrik musste ich schließen und einen neuen Weg einschlagen. Und der hieß dann Schuhe aus Ungarn und Bulgarien. Preiswertere Schuhe als die, die man hier produzieren konnte, aber in der Qualität eben nicht schlechter. Bernd Hummel surft mit auf der Welle der Globalisierung. Seine Schuhmodelle produziert er im Ausland. Seine Firma floriert. Während Pirmasens bis heute unter den Folgen der Globalisierung leidet. Wenn du so eine hohe Konzentration auf eine Industrie hast, dann ist es natürlich umso schmerzlicher, weil quasi alles betroffen ist davon. Insofern war Globalisierung sicherlich ein hartes Los für die Region und für die Stadt. Durch die Globalisierung gab es für jeden Gewinner auch einen Verlierer. Und es gibt definitiv große Teile der Bevölkerung, die zurückgelassen wurden. Von daher kommt natürlich auch sehr stark der politische Populismus, eigentlich das politische Streben gegen das Kapital, weil einfach zu viele Leute nicht profitiert haben. Wir haben immer versucht, in Deutschland zu sagen, wir wollen dieser Globalisierung und vor allem der damit verbundenen Effizienzsteigerung, der Produktivitätssteigerung nie entgegenstehen, auch wenn es Arbeitsplätze kostet. Ich glaube, dass man diese Entwicklungen einfach nicht aufhalten kann. Das geht gar nicht. Und auch zurückdrehen geht nicht. Also du kannst heute nicht mehr so tun, als ob wir jetzt 1900 Anfang 60 wären oder so. Das funktioniert halt einfach nicht. Die Firma von Bernd Hummel konzentriert sich heute vor allem auf die Produktion der Turnschuhmarke Kangaroos. Das Sneaker-Design kommt aus Pirmasens. Produziert wird in China und Vietnam. Vor ein paar Jahren hat Hummel eine kleine Fabrik in der Nähe gekauft. Kangaroos sollen jetzt auch Made in Germany hergestellt werden. In Kleinserie. Natürlich ist es charmant, wenn man die Idee entwickelt, marktnah zu produzieren und auch was richtig Gutes produzieren zu wollen. Dann kostet aber so ein Schuh ganz schnell mal über 300 Euro im Laden. Die Idee bleibt eine Liebhaberei. Hummel produziert die limitierte Auflage vor allem für Sammler. Made in Germany ist ein Verlustgeschäft. Mit dem, was wir in unserem großen Geschäft, im Importgeschäft verdienen, können wir es uns leisten, quasi als Marketingtool diese kleine Schuhfabrik am Leben zu erhalten. Aber in Deutschland ist so eine Produktion absolut unrentabel. Erst die Arbeitsteilung macht das Unternehmen Hummel profitabel. Das ist das magische Rezept. Und die Globalisierung also doch eine Naturgewalt? Ein automatischer Prozess? Sie ist eine Naturgewalt, solange Vertrauen zwischen den Handelspartnern herrscht. Deshalb ist es wichtig, die Globalisierung als eine Phase der Geschichte zu betrachten, die friedlich war. Und dann wird es eine kriegerische Phase geben. Der russische Angriff auf die Ukraine verändert alles. Wir haben eben auch gerade erleben müssen, dass
es Zeiten gibt, in denen nicht wirtschaftlicher Erfolg zählt, sondern die Ausdehnung geopolitischer Macht. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Wechsel, den wir gerade erleben, dass nicht mehr die Geoökonomie den Vorrang hat, sondern wieder zurück sind in Zeiten des Vorrangs der Geopolitik. Also Geografie und Macht sozusagen, die wieder versuchen, den Vorrang zu bekommen. Jetzt waren wir plötzlich über Nacht wieder zurück in einer Welt, wo die Geopolitik wieder dominant wird. Und das bedeutet natürlich, dass seit diesem Tag eigentlich die Wirtschaftsordnung wieder sehr viel stärker auch auf Resilienz schaut, nicht nur auf Effizienz. Die ganze Zeit dieser Globalisierung war eigentlich komplett ausgerichtet, wie können wir ein möglichst effizientes ökonomisches System bauen? Und plötzlich dann über Nacht hat man realisiert, das genügt nicht. Die Lenker von BlackRock, die die Globalisierung am schlagkräftigsten befeuerten, sind heute die größten Warner. Denn der russische Angriffskrieg hat die Grundfesten der Weltwirtschaft endgültig erschüttert. Ist dies der Beginn eines neuen Zeitalters? Die Globalisierung ein Auslaufmodell? Die Unternehmen könnten die Handelsströme umleiten und neue Partner suchen. Aber es stehen größere Umwälzungen bevor. Denn die Weltordnung, in der wir leben, ist im Wandel begriffen. In vielen politischen Diskussionen, auch getrieben durch die Vereinigten Staaten, sehen wir immer mehr diesen Systemwettbewerb. Demokratien auf der einen Seite im Vergleich zu einem ganz anderen Modell, nämlich einem autokratischen Modell, was eben nicht offen ist, was eben nicht gerecht ist. Und diese beiden Systeme stehen sich immer mehr gegenüber, Autokratie versus Demokratie. Der Krieg richtet sich gegen unsere Werte, gegen unsere Zukunft. Es geht um Autokratie gegen Demokratie. Im Kampf zwischen Demokratie und Autokratie stellen sich die Demokratien diesen Herausforderungen und die Welt entscheidet sich eindeutig für Frieden und Sicherheit. Mit den sich ändernden geopolitischen Verhältnissen, vor allen Dingen eben auch Russlands Krieg gegen die Ukraine, machen wir uns deutlich mehr Gedanken darüber, mit wem wir in Zukunft wirtschaftlich zu welchem Grad verflochten sein wollen. Und eine Idee ist die Idee einer wirtschaftlichen Abkopplung von Autokratien, insbesondere eben auch von China. Wäre eine solche Abkopplung für Deutschland überhaupt möglich? Was wäre der Preis? Die Politik ringt um eine Position. Auch Wirtschaftsminister Habeck muss erkennen, dass der Leitspruch Wandel durch Handel gescheitert ist. Und jetzt? Macht man sich zum Komplizen, wenn man mit Diktaturen Geschäfte macht? Gerade das Beispiel China zeigt, freie Märkte lassen sich auch mit unfreien Bürgern bewirtschaften. Deutschland steht vor einem Dilemma. Wollen wir Werte oder Wohlstand? Die Zeit, wo wir immer nach China verkaufen konnten und das Gas immer günstig aus Russland kam und wir daraus Wirtschaftsmodelle generieren konnten, sie ist erst einmal vorbei. Ich persönlich glaube, und das sage ich mit großer Dringlichkeit und großem Ernst, dass diese Zeit eine Wasserscheidenzeit ist. Wir wissen nicht genau, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Deswegen meine ich, wir müssen die Dinge anders machen und auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Für den grünen Wirtschaftsminister ist das ein schmaler Grat. Jeder hier im Saal weiß, dass die deutsche Wirtschaft auf China als Handelspartner nicht verzichten kann. Und das gilt auch für andere Autokratien. Denn sie sind die Wachstumsmärkte der Zukunft. Es gibt Menschheitsherausforderungen, die wir nicht werden bewältigen können, ohne auch mit den Autokratien zusammenzuarbeiten. Sozusagen zu glauben, man könnte sagen, wir wollen überhaupt nicht miteinander kooperieren, sondern wir machen das nur in der demokratischen Staatengemeinschaft, wird nicht funktionieren. Autokratische Staaten haben zwischen 2018 und 2020 mehr Auslandsinvestitionen erhalten als demokratische Staaten. Auch bei den Patenten holen sie auf. Heute kommen 60% aller Patente aus Ländern, die autokratisch regiert sind. Autokratien unterschiedlicher Abstufung sind die Motoren des Weltwirtschaftswachstums. Die Shanghai Motor Show. Eine der größten Automessen der Welt. Und für die deutschen Autobauer die wichtigste. Denn China
Das rasant wachsende Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern ist ihr größter Absatzmarkt. Kein anderes deutsches Unternehmen hat sich mit seinem Geschäftsmodell so abhängig von China gemacht wie Volkswagen. Der Konzern machte zuletzt fast 40% seines Umsatzes in der Volksrepublik. Eine Abkehr? Undenkbar. Ralf Brandstätter leitet die Geschäfte von VW China. Der Volkswagen-Konzern ist ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Automobilindustrie. Und über 40 Millionen Kunden fahren unsere Autos hier in dem Markt. Und wir haben hier in China 40 Werke und beschäftigen 90.000 Beschäftigte. Und damit sind wir das größte internationale Industrieunternehmen in China. Und das Wachstum geht weiter. Wir rechnen damit, dass bis 2030 beispielsweise dieser Markt auf 28 Millionen Fahrzeuge wachsen wird. Das sind nochmal 7 Millionen Fahrzeuge alleine an zusätzlichem Volumen. 7 Millionen Fahrzeuge, das ist zweimal so groß, wie der deutsche Markt überhaupt ist. Doch der freie Handel steht jetzt im Visier der Politik. Denn im Wettstreit zwischen Demokratien und Autokratien positioniert sich die Bundesregierung neu. Ministerin Baerbock steht für eine wertegeleitete Außenpolitik. Wir haben erläutert, dass wir es mit Sorge sehen, dass Freiräume für zivilgesellschaftliches Engagement in China immer weiter schrumpfen und Menschenrechte beschnitten werden. Umerziehungslager, Zwangsarbeit und totale Überwachung. In der Provinz Xinjiang geht der chinesische Staat mit unfassbarer Härte gegen die muslimische Volksgruppe der Uiguren vor. In der Region sind auch deutsche Firmen aktiv. Unter anderem VW. Natürlich kennen wir auch die Berichte zur Menschenrechtssituation in China und das hat jeden von uns natürlich auch betroffen gemacht. Auf der anderen Seite sind für uns Menschenrechte eben auch nicht verhandelbar, egal in welchem Werk wir weltweit operieren und das gilt eben auch für China. 2013 eröffnete VW ein Werk in der Uiguren-Provinz, auf Drängen der chinesischen Regierung. Das war vor der massiven staatlichen Unterdrückung. Lange versucht VW, die Lage auszublenden. Inzwischen lässt sich das tiefe Dilemma nicht mehr ignorieren. Für mich war es wichtig, mir vor Ort schnell ein Bild zu machen. Anfangs hat Corona die Reisetätigkeit beschränkt. Als es dann möglich war, war ich sofort vor Ort und habe mir ein Bild gemacht und habe keine Anlasspunkte gefunden, dass wir hier Menschenrechtsverletzungen in unserem Werk haben. Und wir haben ja letztendlich auch entschieden, ein Audit in diesem Werk durchzuführen. VW hat diese unabhängige Untersuchung trotz des staatlichen chinesischen Mitgesellschafters im Werk durchgesetzt. Das Ergebnis? Keine Hinweise auf Zwangsarbeit. Doch was taugen solche Untersuchungen angesichts systematischer Menschenrechtsverbrechen? Das ist eine Frage, die auch die deutsche Politik umtreibt. Die deutsche China-Strategie in der Klemme. Auf der einen Seite möchte man die wirtschaftliche Verflechtung mit China, braucht sie auch für unseren eigenen Wohlstand. Auf der anderen Seite möchten wir das Modell, wie China es hat, ja auch nicht unterstützen. Das ist das, wie wir China sehen, als Partner, als Wettbewerber und als Systemrivale. Als Außenministerin Baerbock Peking besucht, trifft sie auch Ralf Brandstätter. Der VW-Manager ist jetzt fast so etwas wie der lange Arm der Regierung. Denn er muss die Inhalte der neuen deutschen China-Politik mittragen. Der darin formulierte Dreiklang ist ein Balanceakt. Die Strategie der Bundesregierung, die ist auf der einen Seite ja pragmatisch, die setzt weiterhin auf partnerschaftliche Zusammenarbeit, aber sie sieht eben auch Risikominimierung vor. Und für mich ist dieser Dreiklang auch völlig in Ordnung, wenn es denn beim Dreiklang bleibt. Wichtig ist, glaube ich, dass wir uns nicht bei dem Thema Risikominimierung nur zu stark darauf konzentrieren, dass Handel mit China plötzlich automatisch mit Risiko gleichgesetzt wird. Für uns ist China eine Art Frenemy, Freund und Gegner zugleich, ökonomischer Partner und politischer Gegner. Wir suchen nach einem Umgang mit China, bei dem wir jetzt nicht die totale Konfrontation suchen, aber uns auch nicht in Abhängigkeit von China begeben wollen. Das ist ein nicht ganz einfacher Weg. Der Handel mit China bleibt ein zweischneidiges Schwert.
Deutsche Unternehmen müssen selbst entscheiden, ob sie es sich weiter leisten wollen, hier alles auf eine Karte zu setzen. Volkswagen kann gar nicht anders. China bleibt für den Konzern ein riesiger Markt. Und VW ist nicht allein. Insgesamt 5.200 deutsche Unternehmen sind in China tätig. Sie benötigen dringend die in China hergestellten Vorprodukte oder können auf China als Absatzmarkt kaum verzichten. 2022 haben Deutschland und China Waren im Wert von 300 Milliarden Euro miteinander ausgetauscht. China ist damit zum 7. Mal in Folge wichtigster Handelspartner. Und auch die Investitionen deutscher Unternehmen in China sind auf einem Allzeithoch. Die ökonomischen Verflechtungen zwischen beiden Ländern gehen nicht zurück. Taipeh, die Hauptstadt Taiwans. Derzeit einer der gefährlichsten geopolitischen Brennpunkte der Welt. Denn nahezu unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat der Inselstaat in den letzten Jahren ein Quasi-Monopol für hochmodernste Computerchips geschaffen. Und damit die ganze Welt von sich abhängig gemacht. Dabei wird um etwas nahezu Unsichtbares gerungen. Halbleiter und Computerchips. Die winzigen Bauteile sind das Herzstück moderner Industrieprodukte. Obwohl wir es kaum merken, unser modernes Leben ist ohne sie kaum denkbar. Von dem Moment an, an dem Sie morgens aufwachen, bis zu dem Moment, an dem Sie schlafen gehen, haben Sie in Ihrem Alltag mit Tausenden von Halbleitern zu tun. In Ihrem Auto, in Ihrem Kühlschrank, Ihrer Mikrowelle, Ihrem iPhone, in Ihrem Computer. Tag für Tag kommen wir mit Tausenden von diesen Chips in Berührung. Und plötzlich wird einem klar, dass dies ein Teil der Weltwirtschaft ist, von dem alles andere abhängt und über den wir bisher kaum nachgedacht haben. Der US-Historiker Chris Miller sieht Computerchips und Halbleiter als wichtigsten Rohstoff unserer Zeit. Für ihn sind diese Bauteile das neue Öl. Wer den Zugang zu ihnen kontrolliert, kontrolliert die Welt. Computerchips sind heute in allem drin. Deshalb kann man weder die moderne Wirtschaft noch die internationale Politik verstehen, ohne die Produktion dieser Rechnerkapazitäten in den Mittelpunkt seiner Analyse zu stellen. Rush Hour vor den Toren von Taipeh. Die Hightech-Arbeiterschaft des Landes ist auf dem Weg in die Fabriken. Im ganzen Land reiht sich eine Halbleiterproduktionsstätte an die nächste. Taiwan stellt jedes Jahr 2/3 aller weltweit gefertigten Computerchips her und knapp 90% der ultramodernen Halbleiter der neuesten Generation. Die meisten stammen von dieser Firma, TSMC. Wahrscheinlich ist es das wichtigste Unternehmen der Welt, von dem die wenigsten Menschen jemals gehört haben. Aktueller Marktwert knapp 480 Milliarden Euro. Damit zählt TSMC zu den 10 wertvollsten Unternehmen der Welt und zu den verschwiegensten. Dreharbeiten sind untersagt. TSMC-Mitarbeiter geben so gut wie keine Interviews. In den Innenräumen der Fabriken darf nicht gefilmt werden. Eine hochmoderne Halbleiterproduktionsanlage kostet 20 bis 25 Milliarden Dollar. Nur eine Anlage. Sogar das US-Militär, das über ein Budget von 850 Milliarden Dollar pro Jahr verfügt, entschied vor einem Jahrzehnt selbst keine Chips herzustellen, weil das zu teuer ist. Auch Apple nutzt für seine neuesten iPhones Halbleiter made in Taiwan. Aber Apple kann sie nicht herstellen. Denn es sind die kleinsten Halbleiterchips der Welt. In jedem der Hauptchips eines neuen iPhones werden 10 bis 15 Milliarden winzige Transistoren eingearbeitet sein. Nur ein Unternehmen auf der Welt kann diese essentiellen Chips in diesem winzigen Maßstab und den erforderlichen Mengen für ein iPhone herstellen. TSMC. Es gibt keine einzige Firma in den USA, die diese Chips herstellen könnte. Und auch keine in China, keine in Europa, keine in Japan. Die modernsten Chips von Apple können nur von einer einzigen Firma hergestellt werden. In einem einzigen Gebäude. In der teuersten Fabrik der Menschheitsgeschichte. An diesem Ort. In der Fabrik Nummer 18 von TSMC. Dieser technologische Vorsprung und die damit verbundene Abhängigkeit ist politisch gewollt.
Der stellvertretende Außenminister sieht sie als Teil von Taiwans nationaler Strategie. Vor 40 Jahren entschied die taiwanesische Regierung, sich auf die Herstellung von Halbleitern zu spezialisieren. Sie haben schon vor 40 Jahren erwartet, was heute passiert, und richtig vorhergesehen, dass sich das Weltgeschehen um Halbleiter drehen wird. Bislang war diese Konzentration für die Weltwirtschaft kein Problem. Aber jetzt steht die taiwanesische Chipproduktion im Zentrum des wohl größten geoökonomischen Risikoszenarios der Gegenwart. Denn Taiwan, das von der Volksrepublik China als abtrünnige Provinz gesehen wird, rechnet jederzeit mit einem Angriff. Wir haben aus der Ukraine gelernt, dass ein autoritäres Regime, insbesondere in China, mehr als nur autoritär ist. China ist auf dem Weg zu einem totalitären Regime. Sie haben sehr verzerrte Entscheidungen getroffen, die auf verzerrten Weltanschauungen beruhen. Also ja, Taiwan und alle anderen sollten angesichts dieser Tatsache nicht naiv sein. Wir sind uns bewusst, dass ein totalitäres Regime wie China unvorhersehbare, verrückte Entscheidungen trifft, um Taiwan anzugreifen. Die Angst ist groß unter den Bürgern von Taiwan. Seminare zum Zivilschutz sind auf Monate ausgebucht. Viele hier rechnen damit, dass ein Angriff von China jederzeit passieren könnte. Sie fühlen sich schutzlos. Hysterie? Wohl kaum. Denn der chinesische Präsident Xi Jinping spricht immer wieder davon. Wir werden uns aufrichtig bemühen, dass die Vereinigung mit Taiwan friedlich abläuft. Doch schließen wir den Einsatz von Gewalt nicht aus und behalten uns vor, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Das ist sein China-Traum. Er hat es mehrfach gesagt. Seine hochrangige militärische Führung soll für das Jahr 2027 eine Militärinvasion gegen Taiwan vorbereiten. Deshalb sagen die westlichen Geheimdienste, dass 2027 ein gefährliches Jahr für uns ist. Schon jetzt probt die chinesische Armee Angriffe auf Taiwan. Beinahe im Wochenrhythmus dringt sie in taiwanesischen Luftraum oder Gewässer ein. Es sind Manöver, die jederzeit außer Kontrolle geraten könnten. In den letzten Jahren konnten wir viele verschiedene Arten von Flugzeugen sehen. Düsenjäger, Bomber, aber auch Marineschiffe. Sie halten gemeinsame Übungen auf der Ostseite Taiwans ab. Das ist ein sehr deutliches Zeichen. Sie wollen ein Warnsignal an die Welt senden, dass eine militärische Invasion wahrscheinlich ist. Weil die ganze Welt abhängig ist von Computerchips aus Taiwan, könnten sie dem Inselstaat als Faustpfand dienen. Aber werden sie als Sicherheitsgarantie funktionieren? Wenn es zu einer militärischen Krise zwischen China und Taiwan käme, die die Lieferkette von Chips unterbricht, würde die Weltwirtschaft einen Einbruch erleben, den es seit der Großen Depression nicht mehr gegeben hat. Weitaus verheerender als der Russland-Ukraine-Krieg. Ich denke, dass ein Faktor 10 die Auswirkungen unterschätzt. Und ganz einfach, wir sind nicht darauf vorbereitet. Taiwan hat mit seiner Chip-Produktion eine Herzkammer der Hightech-Industrie kreiert. Sollten keine Halbleiterchips aus Taiwan mehr geliefert werden, stünde die Wirtschaft still. Auch in Deutschland. Und der Konflikt verschärft sich weiter. Denn die USA verwehren China den Zugang zu dieser Schlüsseltechnologie. Auch andere westliche Staaten beteiligen sich an dem Embargo. Ein Frontalangriff. Die USA und China befinden sich eindeutig in einem Wirtschaftskrieg. Die technologischen Beschränkungen, die die Vereinigten Staaten vornehmen, sind eine Form von Ressourcennationalismus. Ich nenne es Techno-How-Nationalismus. Jeder schränkt ein, was er hat, und kontrolliert. Wie du mir, so ich dir. Diese Eskalation wird nicht enden, bis es einen ultimativen Hegemon an der Spitze der Hierarchie gibt. Ich denke, dass jeder seine stärksten Karten ausspielt. Douvrin in Nordfrankreich. Auf der Baustelle der modernsten Gigafactory Europas. Schon bald wird hier das Herzstück der Elektromobilität hergestellt. Lithium-Ionen-Batterien. Für die E-Fahrzeuge benötigt man mehrere hundert solcher Batteriezellen, die hier demnächst vom Band laufen werden.
Bislang kann kein einziger deutscher Autobauer eigene Batteriezellen verbauen. Alle sind bei diesem entscheidenden Bauteil auf Zulieferer angewiesen. Keiner produziert sie selbst. Mercedes bekam die Folgen Ende 2023 zu spüren. Weil der Hauptlieferant für Batterien ausfiel, verlor der Autobauer über 5 Milliarden Euro Umsatz. Die Autohersteller brauchen diese Gigafactory so schnell wie möglich. Deshalb beeilen wir uns hier so sehr. Es ist ein Projekt zur Reindustrialisierung Europas und Frankreichs im Besonderen. Es ist ein sehr wichtiges Projekt für die Wiedererlangung der Souveränität. An der Gigafactory in Douvrin ist Mercedes jetzt beteiligt. Aber auch mit eigener Batteriezellfertigung bleiben die deutschen Autobauer abhängig. Denn für die Produktion benötigt man 5 essentielle Rohstoffe. Die Beschaffung auf dem globalisierten Markt lief problemlos. Bisher. Hinter den Kulissen einer Spezialabteilung der Deutschen Rohstoffagentur. Diese Fachleute der Bundesanstalt für Geowissenschaften versorgen mit ihren Expertisen auch die deutsche Regierung. Ihre Analysen sind gefragter denn je. Kaum jemand hat sich so intensiv mit den Realitäten der Rohstoffversorgung beschäftigt. Genau, wir haben jetzt noch die aktuelle Situation in Panama. Der Batterierohstoff Lithium ist besonders kritisch. Unsere Szenarien zeigen, dass der Bedarf an Lithium sich bis 2030 mindestens verdreifachen, vervierfachen wird und bis 2040 etwa versechsfachen wird. Das Angebot kommt dieser Nachfrage aber nicht schnell genug hinterher. Das heißt, dass wir bis 2030 voraussichtlich schon eine Lithiumlücke haben werden, also eine Versorgungslücke bei Lithium. Lithium-Endprodukte für Batteriezellen werden im Moment zu großen Teilen von China hergestellt. Diese Marktkonzentration ist gefährlich. Deshalb ist Eile geboten, auch bei allen anderen Batterierohstoffen. Wenn man davon ausgeht, dass sich die Bedarfe so wie prognostiziert steigern werden, dann werden wir zwischen 2030 und 2040 nochmal einen stärkeren Anstieg in Lithiumbedarf, Kobaltbedarf, Graphitbedarf, Manganbedarf, Nickelbedarf sehen. Wenn wir zur CO2-Neutralität kommen werden, auch durch die Verkehrswende, dann wird es diesen Druck geben, diesen Hochlauf hinzubekommen. Und das geht nur, wenn die Bergbauprojekte und Explorationsprojekte, die jetzt alle in der Planung sind, dann auch tatsächlich an den Start gehen. Unterwegs im äußersten Südosten Finnlands, unweit der russischen Grenze. Wenige andere Orte in Europa sind so reich an Bodenschätzen. Ein Eldorado für Rohstoffjäger. Auch für den Geologen Roberto Garcia Martinez. Mit seiner Firma hat er sich auf Batteriemineralien spezialisiert. Solche Rohstoffe, die derzeit auf der ganzen Welt gesucht werden. Bei seinen Erkundungen ist der Rohstoffjäger auf eine stillgelegte Mine gestoßen. Bis 1989 wurde hier Kobalt gefördert. Zu Hochzeiten kamen fast 10% der weltweiten Fördermenge aus Finnland. Aber die Mine wurde aufgegeben. Die Nachfrage war gering, die Preise im Keller. Heute ist Kobalt ein zentraler Rohstoff für die Batterieherstellung. In unserer Mine hier in Finnland haben wir sehr hohe Kobaltgehalte. Diese Mine wird die erste Kobaltmine sein, die in den letzten 10 Jahren in Nordeuropa in Betrieb genommen wurde. Die Probebohrungen zur Erkundung weiterer Abbaustollen sind in vollem Gange. Schon bald kann die Kobaltförderung hier beginnen. Aber es ist nur einer der Rohstoffe für die Mobilitätswende. Und selbst dem Team von Garcia Martinez ist klar, die Förderpotenziale in Europa sind winzig. Nur 2% der Batteriemineralien werden heute innerhalb Europas hergestellt. Und 98% außerhalb. Das ist von entscheidender Bedeutung und sehr gefährlich. Denn das Rohmaterial für die gesamte europäische Industrie liegt in den Händen von sehr wenigen Ländern. Es ist für die Industrie von entscheidender Bedeutung, dass wir die Oberhand behalten und die Kontrolle darüber nicht verlieren. Laut Europäischer Kommission gelten aktuell insgesamt 34 Mineralien und seltene Erden als kritische Rohstoffe. Jüngsten Studien zufolge war Deutschland bei 23 davon zu 100% abhängig von Einfuhren. Vor allem bei den Rohstoffen zur Umsetzung der Energiewende ist die deutsche Industrie auf China angewiesen.
Eine Eigenversorgung bei den Batterierohstoffen werden wir in Europa nicht erreichen. Nicht auf absehbare Zeit. Das heißt, wir werden weiterhin hohe Importabhängigkeiten haben und dadurch natürlich auch die entsprechenden Risiken, dass es unter bestimmten Umständen zu Lieferstopps, Exportbeschränkungen, Exportstopps in den Rohstoffmärkten geben kann. Lieferstopps können dazu führen, dass die Bänder in den Fabriken auch in Deutschland zum Stillstand kommen. Ohne Minen gibt es keine Elektroautos. Und ohne Elektroautos keine Verkehrswende. Deshalb macht die Jagd nach Rohstoffen in Europa Sinn. Doch schon jetzt ist klar, diese Vorkommen werden nicht reichen, um einen vollkommen neuen Industriezweig zu speisen. Wir sehen eine große Gefahr darin, dass wir von den autokratisch-diktatorischen Staaten auch in Zukunft stärker abhängig sein können. Und gleichzeitig müssen wir in den demokratisch-humanistischen Strukturen, in denen wir leben, aufpassen, dass wir von Versorgung nicht abgeschnitten werden. Die beste Art der Krisenbewältigung ist immer die Kooperation. Wenn der Handelskrieg zwischen China und dem Westen sich verschärft, könnte China seine Vorherrschaft bei Rohstoffen als Waffe einsetzen. Erste Anzeichen dafür gibt es bereits. 2023 hat Peking Exportkontrollen für drei essentielle Rohstoffe verhängt. China könnte uns an der Stelle in Geiselhaft nehmen und das schränkt unseren politischen Spielraum eben auch ein, bestimmte Dinge, was China macht, eben auch zu sanktionieren. Die Eskalationsgefahr, die wir zurzeit beobachten, ist riesig groß und wird mit großen, großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verlusten einhergehen. Wenn man weiß, wir wollen jetzt alles elektrisch machen, die dafür nötigen Mineralien sind aber im chinesischen Besitz und die dafür nötigen Industrien auch. Also wir werden schon miteinander umgehen müssen. Und das Problem ist ja nicht, dass China eine geopolitische Strategie hat, sondern dass wir keine haben. Also wer glaubt, nur mit normativen Ansprüchen die Welt zu verändern, der wird scheitern. Und der wird nicht nur im Wohlstand scheitern, sondern der wird auch politisch scheitern. Die Politik hat dazugelernt. Sie will Deutschland absichern. Und plant deshalb, wie hier bei Magdeburg, den Bau einer Chipfabrik. Damit soll Deutschlands Eigenversorgungsquote steigen, von derzeit 10% auf 20%. Nach dem Ever-Given-Unglück hatten sich die Lieferketten wieder halbwegs eingespielt. Nun bedrohen Raketen der Houthi-Milizen Handelsschiffe im Roten Meer. Die Weltordnung formiert sich neu. Deshalb steht auch die Weltwirtschaft am Scheideweg. Manche sprechen sogar von einem neuen, unsichtbaren Krieg. In diesem Krieg gibt es eine Reihe unsichtbarer Frontlinien. Dazu gehören Technologie, Rohstoffe und Finanzen. Wir können sie nicht wirklich sehen. Sie kommen nicht in den Abendnachrichten vor, also denken wir auch nicht darüber nach. Aber es sind Frontlinien in einem brutalen Krieg zwischen Großmächten. Ich glaube, dass wir heute viel brutalere Kriege führen als während des Kalten Krieges. Und das sollte uns nachts wach halten.